Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA Online. Ja, in der Folge habe ich so einiges vor. Aber als erstes möchte ich erstmal sagen, dass wir am kommenden Samstag, das ist der 3.5., wieder eine Crew-Session machen, beziehungsweise ich eine mache. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder alle mit dabei. Würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und ja, das war erstmal das Erste. Und als Zweites, was wollen wir denn machen? Ich habe gedacht, ich müsste mich mal wieder umstylen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich muss mir auf jeden Fall ein Haus kaufen. Weil ich kann hier in dieser Drecksgarage nicht mehr leben. Ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, genug Kohle, um mir so ein anständiges Haus zu holen. Manche haben zwar in den Kommentaren erwähnt, ich sollte lieber warten, bis GTA das neue Update da bringt mit den Häusern oder mit neuen Häusern und sowas. Ja, ganz ehrlich, Leute. Bis dahin habe ich sowieso wieder genug Kohle. Und falls nicht, dann zocke ich einfach meinem anderen Charakter Stress auf dem Dach. Weil dann sammle ich mit halt mit dem die Kohle und dann habe ich ja mit dem Charakter hier, mit dem ich jetzt aktuell das LP mache, ja die Kohle auch am Start und kann sie halt nutzen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mache. Deswegen würde ich mal als Erstes sagen, suchen wir uns mal hier direkt mal, oh da hinten steht Leppi, aber warum Leppi, wenn ich auch übers Handy ins Internet kann. Erstmal eine Wohnung und zwar würde ich gerne in der Innenstadt wohnen, da im Businessviertel und hier müssen auf Dynasty. So, da drauf. Und zwar kann ich hier nicht mal ein bisschen wegzoomen, dass ich mich hier in der Karte nicht bewegen kann. Bin ich doch schon ein bisschen blöd. Und zwar, was sind das hier für eins? 217.000, oh mein Gott. Ist das die? Wenn nicht, fahre ich da mal hin, weil ich will jetzt nicht einfach irgendeins kaufen. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Ich dachte, die kosten nur 140.000. Hat der auch 10 Garagenplätze? Das ist sehr wichtig. Ich brauche 10 Garagenplätze. Der hat nur 2. Der hat 6. Ich glaube, das war hier. Wir fahren da einfach mal hin. So, und ich werde auch in dieser Folge euch mal erklären, beziehungsweise mal erzählen, wie ich auf meinen Namen gekommen bin, Dawid, weil ich wurde des Öfteren schon gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Und die meisten denken ja wahrscheinlich, ich bin irgend so ein Kiffer oder sowas. Nee, Leute, das ist nicht so. Und zwar, wie bin ich da drauf gekommen? Also, mein richtiger Name ist ja David. Mit W geschrieben. Also nicht mit V, sondern mit W geschrieben. Und, wie soll ich das sagen? Meine Ma, die, wurde in Polen geboren. Und die hat halt immer so einen leichten Akzent. Also die wurde in Polen geboren. Eigentlich sind wir, meine Familie kommt eigentlich aus Österreich, beziehungsweise Österreich-Deutschland halt so. Und Teil hat dann halt mal für eine Zeit lang in Polen gewohnt und da wurde dann auch meine Mutter geboren. Und die hat halt den polnischen Akzent. Und die sagt halt nicht immer David, sondern die sagt David. Und irgendwann, ich weiß nicht mit wann, wie viele Jahren das war, ich glaube mit 15, 16, habe ich dann irgendwann halt mal, ich habe halt immer David geschrieben in den Games und sowas oder in irgendwelchen, wo man halt irgendwelche Nicknames gebraucht hat. Und irgendwann bin ich dann halt darauf gekommen, weil ich habe damals mit 15, 16 halt viel Hip-Hop gehört. Vor allen Dingen Snoop Dogg, Alter, den habe ich richtig gefeiert, den feiere ich heute eigentlich auch immer noch, weil, ja, er ist halt Snoop Dogg, ist richtig cool. Jetzt zwar nicht so krass wie früher und so, aber wie man Snoop Dogg kennt, der hat ja in jedem Lied irgendwie mal Weed erwähnt. Oh. Und irgendwann dachte ich mir halt einfach, ich mache aus dem David halt einfach nur David, weil wegen meiner Mama, weil sie mich halt immer so genannt hat, habe ich dann einfach das Weed mit reingeschrieben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gekifft habe oder so. Sowas habe ich nie gemacht. Werde ich auch erstmal nicht machen. Oder was heißt erstmal? Werde ich auch noch nicht machen. Wo muss ich hin? Ich glaube, nach links muss ich. Und davon kommt das eigentlich so, weil ich rauche nicht. Ich trinke nichts Hochprozentiges. Wenn ich mal irgendwie mal irgendwo unterwegs bin oder so, trinke ich halt immer hier diese Brausebier-Mischzeugs da. Und davon vielleicht auch, wenn überhaupt 2-3 Stück, das reicht mir dann auch schon. Und Hochprozentiges trinke ich überhaupt nicht. Ich rauche auch nicht. Und deswegen, da würde ich auch nicht kiffen, weil, keine Ahnung, also ich habe zwar früher aus der Schule und so, gab es auch Leute, die sowas gemacht haben. Und sowas will ich eigentlich nie machen, das ist nicht so mein Fall, darauf habe ich auch keinen Bock. Da hinten müsste es sein, da sind die Hochhäuser. Die Leute, die das machen, können auch gerne machen. Wichtig ist für mich eigentlich nur, dass, weiß ich, macht das nicht zu früh. Das ist auf jeden Fall schädlich für euch, wenn ihr das zu früh macht. Das habe ich auch mitbekommen von Leuten, die haben das sehr früh gemacht und aus denen ist heute nichts geworden.
Die haben halt einfach übertrieben mit den Sachen, genauso wie mit Alkohol. Es gibt da Leute, die haben sich immer nur zugeschüttet, jedes Wochenende. Dann, also erst fing es an mit jedem Wochenende, dann irgendwann täglich und ja, dann war eigentlich auch schon vorbei für die Leute. Also wenn ihr sowas macht, macht's in Maßen und macht's erst, wenn ihr alt genug seid. Wenn man noch, keine Ahnung, 15, 16, 17 ist, vielleicht sogar 18, also ihr seid halt noch im Aufbau, euer Körper baut sich noch auf und wenn ihr so eine Sache nimmt, dann stört ihr das Ganze und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen auch mit dem Alkohol, mit Bier und so, das ist ja ab 16 alles erlaubt, aber übertreibt es damit auf jeden Fall nicht. Das ist nicht gut. Hier würde ich gerne wohnen. Ich glaube, hier sind wir. Hier wohnen ja auch ein paar andere Leute aus der Slay Crew. Ich finde die Hütte aber geil, weil die sehr zentral ist. Und auf jeden Fall übertreibt es nicht. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es irgendwann später, wenn überhaupt. Am besten gar nicht, weil das ist echt nicht gut. Wieso kann ich hier nichts machen? Ah doch, die Apartment kaufen. Ich glaube, ich nehme das für 217.000, das müsste auch schon reichen. Und ja, so bin ich eigentlich zu meinem Namen gekommen. Eigentlich wegen meiner Ma, wegen dem Akzent von ihr und ja, wegen Snoop Dogg eigentlich so, oder halt wegen der ganzen Hip-Hop-Sache damals. Heutzutage höre ich eigentlich alles, alle Musikrichtungen so, was mir halt gefällt, höre ich halt heutzutage. Ich bin da jetzt nicht jetzt spezifisch auf irgendwas gebunden oder irgendwie, was, ich höre eigentlich alles, vom, weiß ich, von irgendeinem Elektrozeug bis zu Hip-Hop. Vielleicht ab und zu mal ein paar Pop-Songs, so mal gucken, also nicht so sehr, aber wenn mal welche dabei sind, die cool sind, höre ich mir die natürlich auch an. Und eigentlich, so bin ich halt zu meinem Namen gekommen, eigentlich wegen der Weed, also wegen Snoop Dogg und dem ganzen Weed. Und wegen meiner Ma, wegen dem Akzent. Und so bin ich halt zu der Weed gekommen und den Namen, den habe ich halt schon mit 15, 16 gehabt, so. Weiß nicht genau, und ich bin dem Namen halt treu geblieben. Oh, ich kann sogar meine alte Garage in Zahlung... Oh, ist jetzt für 12.500. Coole Sache. Machen wir auf jeden Fall mal. Ich hoffe, die Autos sind dann auch gleich in der Garage. Betreten wir das Ganze mal. Ja, und so bin ich halt zu meinem Namen gekommen. Für die Leute, die das gerne wissen wollten. Oder ja, unbedingt wissen wollten. Es ist nichts Atemberaubendes. Es ist eigentlich nur, wie gesagt, wegen meiner Mama und wegen dem Snoopy D-O-Double-G. Und ja, das war es dann erstmal so zu dem Thema. So, jetzt gucken wir erstmal unsere neue Hütte an. Ja, schick, schick. Kenne ich irgendwoher. Sieht auch nicht anders aus wie die Hütte aus meinem, ja, mit meinem anderen Charakter. Und falls ihr noch irgendwelche Themen habt, zu denen ihr meine Meinung wissen wollt, schreibt sie einfach mal in die Kommentare und ich werde die dann auf jeden Fall mal irgendwann dann halt in den nächsten Folgen mal erwähnen. Und die Folge, die kommt jetzt eigentlich auch nur zwischen den, weil ich habe ja noch ein paar Slay-Folgen. Ich weiß nicht genau wie viele, ob es noch ein oder zwei waren. Aber das Problem bei Slay ist ja, die machen ja jetzt zurzeit alle zwei Tage, die bringen sie die Folgen. Oh, hier erstmal noch trinken? Nee. Ja, ein GTA könnte ja konsumieren, was er wollt. Das ist ja hier ab 18 oder das ist ja auch hier mit dem Kiffen. Das ist ja in Amerika, ich weiß nicht in wie vielen Bundesstaaten. Ich glaube jetzt mittlerweile in 3 Bundesstaaten ja legalisiert worden. Finde ich gut, aber auch irgendwie schlecht. Das ist aber so eine Sache, da werde ich irgendwann anders noch was zu sagen. Deswegen, wie, ob sie das mal in Deutschland machen sollten oder nicht, das ist dann, machen wir irgendwann anderes mal. Dann mal eine Folge, wo ich mich spezifisch nur darüber dann unterhalte oder beziehungsweise euch mal ein paar Sachen dazu sage, wie ich das so halte. Oder was ich davon halte. Wir trinken lieber hier mal so ein Smoothie, so einen selbstgemachten. Ist doch viel gesünder. So, und falls ihr irgendwelche Themen noch habt, zu denen ihr meine Meinung irgendwie wissen wollt, einfach mal in die Kommentare hauen und ja, die werde ich dann mal ein bisschen aufarbeiten und ein bisschen was dazu erzählen. So, die Hütte haben wir gekauft. Schon viel bequemer hier. Nicht in dieser kalten, dunklen Garage. Dieser Grotte. So, und das Erste, was wir machen, duschen. Seitdem ich den Charakter habe, habe ich noch nicht geduscht. Das ist richtig eklig. So, wo ist die Dusche? Ab in die Dusche. Und danach gehen wir uns erstmal umstylen. Und wenn wir noch genug Zeit haben, machen wir vielleicht auch noch eine Mission. Weil mehr können wir, glaube ich, nicht machen. So, Madame, jetzt wird erstmal geduscht. Ah, oh, herrlich. Ja, hätte ich jetzt das Xbox-Headset auf dem Kopf, könnte ich noch ein bisschen singen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Na was, Madame? Zu heiß, oder was? Na? Ja, schön, 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 schön. Na, willst du dich nicht mal umdrehen? Schäm dich doch nicht. Na komm, noch ein bisschen. Naja, egal. Ich würde mal sagen, das reicht. Kurz Dusche, besser als gar nicht.
So, wunderbar. Jetzt haben wir endlich mal geduscht. Jetzt ist wieder alles frisch. Soll der Dreck aus dem Gesicht weg. Jetzt habe ich da immer noch so komische Beulen, glaube ich. Oh. Erstmal Beiser putzen geht nicht. Schade, schade. Wir sind den Whirlpool hier und die nutzen gerade die Badewanne. Ich glaube, das ist so eine Badewanne. Was ist das für Riesenklopapier? Naja. Egal, erstmal raus hier. Und umstylen. Ein bisschen Kohle haben wir ja noch. 41.000. Die geben wir jetzt auch noch aus. Für die Leute, die sich wundern, ich habe natürlich ein bisschen gelevelt in der Zeit, wo ich in der Slay Crew, beziehungsweise in der Slay Session war. Auch in der GCTV Session. Und was habe ich mir gekauft? Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ich glaube, ich habe einen Sniper geholt. Ach, hier drin kann ich meine Waffen gar nicht zeigen. Gehen wir erstmal raus. In die Garage. So. Ach so, und manche Leute haben gemeint, dass das Auto, also der Tailgater, nicht so cool aussieht. Ich finde die aber auch recht. Das sieht wirklich nicht so cool aus, auch mit den Felgen. Ich glaube, ich mache dann Pink aus dem Lila. Und die Felgen, die. Mal schauen. Ich fahre auf jeden Fall mit dem los. Erstmal zum Umstylen, zum Klamottenladen und danach vielleicht nochmal zum Tuner. Und wenn wir dann noch genug Zeit haben, machen wir noch eine kleine Mission. So. Oh, schön, Sonnenschein. So muss das sein, wie die letzten Tage. Also im Real Life natürlich. Hammer Wetter. Bin ich stopp. So, wo ist hier ein Klamottenladen? Irgendeiner in der Nähe? Da rechts von uns ist was und hinter uns ist was. Okay, nicht hier rein. Erstmal die Straße so. Gut. Na, Bauarbeiter machen wieder Pause. Ihr sollt schuften, das Haus, das steht schon seit Anfang an so, ey. Nichts dran gemacht. Ist ja wie mit dem Berliner hier, mit dem Airport in Berlin. Wird einfach nichts draus, wa? Oh, bin ich jetzt falsch hier vorne? Oh, ja, der ist hier vorne. Oh. Ja, die Hecke. Eine Betonhecke. Was ist das für ein Klamottenladen? Binko. Na, ich hoffe, da gibt es gute Klamotten. Schuh erstmal schön parken, so. Ja, du mein Schild habe ich immer noch nicht gewechselt. Aber das werde ich noch machen. Sobald das funktioniert mit iPhone. Weil die stürzt jedes Mal ab. Ich weiß auch nicht warum. Das war zwar am Anfang auch so, irgendwann hat es funktioniert und jetzt geht's wieder. Ja. Funktioniert sie wieder nicht richtig. Oh. Ach du Scheiße. Ja, nee, das. Oh Mann. Oh mein Gott. Nee, so sehe ich ein bisschen zu. Ja, barbiehaft aus. Oh mein Gott. So, was gibt's denn hier noch? Oh, das war eben schon viel schicker. Netzwerker. Ich glaube, ich stelle mir mein eigenes Outfit zusammen. Die Kunsthändlerin, oh mein Gott. Die Designerin da genau mit so einem Hut. Nee, nee, das machen wir mal selber hier. Ach, halt, da waren wir noch Standard. Oh nein, gucken wir uns auch nochmal an. Ja, sehr sportlich. Ja, ist auch cool. Lässig. Standardkollektion. Die kann ich euch auswählen. Dieses Outfit ist nicht kompatibel mit deiner aktuellen. Was? Alternativ. Na, schade. Naja, machen wir mal selber ein Outfit. So, wo sind die Oberteile? Zwei hier. Oberteile. Aber. So, was gibt's denn hier für schicke T-Shirts? Also ein Gelb ist eigentlich ganz cool. Yeah. Ach, hier unten können wir schon gar nichts mehr auswählen. Oder kommen da noch welche von den Add-ons? Nee. Komm, ich nehme erstmal das Gelb. Halt, wir waren auch noch gar nicht fertig. Ich wollte noch mal ein paar andere Sachen angucken. Hemden. Oh mein Gott. Aber ist eigentlich ganz cool. Auch lässig, gibt es sowas in Gelb? Erstmal ein bisschen. Nee, ich weiß nicht. Nee, lassen wir mal. Lassen wir das Gelbe. So ein Höschen. Ich finde das Höschen eigentlich ganz cool, weil die Hotpants oder was? Ja, Hotpants sind das hier, glaube ich, schon. Oberteile ansehen, nee.
Wo ist denn die Hose? Oh, da gibt meine Stimme gerade wieder auf. Nee, Oberteile. Wie ist das denn hier überall Oberteile? Ich brauche eine Hose. Schuhe sind schon mal hier. Gut zu wissen. Bitte, Oberteile. Ich brauche Hosen. Habt ihr denn hier keine Hosen? Was ist denn das für ein... Ach, doch, Hosen hier. Okay, Jeans. Sag ich mal, was für Jeans hier ist. Oh, das ist ja auch freaky. So, manche werden sich wieder denken, oh mein Gott, was machst du denn da für ein Mist? Aber wenn ihr wieder ein paar Styling-Tipps habt, einfach in die Kommentare rein. Und ich werde es mir dann mal anschauen. Na, kommt hier irgendwas Vernünftiges? Nee, ich guck nochmal wegen Shorts. Nee. Das sind Weiße eigentlich schon ganz cool. Aber komplett gelb will ich auch nicht. Ich will so ein bisschen, Abwechslung will ich schon drin haben. Oh, das ist geil. Aber dann passt das Gelb nicht mehr zu, ne? Schwierige Entscheidung. Gibt's denn hier noch Feines hier unten? Was ist das denn? Olivgrüne Shorts? Nee. Ob wir das hier nehmen oder nochmal gucken, was es anderes gibt? Ach, die habe ich sogar schon. Im Sortiment. Cargohosen. Ach, vielleicht nehme ich mir so eine mal hier. Aber hier gibt es auch nichts Cooles. Nee. Sporthosen. Bisschen lässiger wieder. Anzugshosen. Nö. So, Chinohosen. Auch nix. Röcke, vielleicht gibt es ja coole Röcke. Nee, das sieht mir ein bisschen. Nee, nee, nee. Oh. Ein grün Mini-Rock. Gibt es noch andere Mini-Röcke? Na komm, irgendwas Feines. Ich nehme einen gelben Minirock und. Oder so ein hellrosa. Oh, ich weiß das immer nicht. Das ist ja natürlich als Mann. Na, eigentlich müsste man das finden, was einem gefällt, halt so, ne? Wie würde ich die gerne haben? Ich bin sowieso total Style und so. Naja. Was soll ich hier wählen? Was soll ich hier wählen? Bikinihosen? Nee, das ist mir zu. Zu wenig. Manche von euch würden das jetzt gerne so haben, aber nee, das machen wir irgendwann anders nochmal. Wenn es wieder Sommer ist. Hier in LS ist eigentlich immer Sommer. Aber noch haben wir bei uns nicht Sommer. Nochmal Oberteil abchecken. So, Sakkos. Da ist ein Sakko dazu. Passt eigentlich nicht. Ich muss nochmal so ein normales T-Shirt hier mal. Jeansjacken. So, ja, ganz cool. Probieren wir nochmal ein bisschen aus hier. Ich sehe auch aus jetzt hier mit den ganzen Sachen. Ich nehme mal die. Dann nehme ich nochmal Hemd. Nee, T-Shirts. Können wir ja mal ein bisschen kombinieren. Ja, der pinke Rock, der passt irgendwie nicht. Ich glaube, den muss ich nochmal ändern. Weil gelb würde eigentlich dazu passen. Haben wir hier keinen. Da doch hier. Müssen wir den Rock nochmal ändern? Tanktops. Das ist doch ganz cool. Muss die Jacke wieder wegmachen. Nochmal die Jacke weg. So rumlaufen. Ein bisschen billig aus, ne? Ja. Müssen wir nochmal die Hosen abchecken. Oh Mann, ich merke schon, das wird eine ewig lange Folge. Nur mit dem Stylen, ja, das ist immer das gleiche bei mir.
Ja. Das ist eigentlich ganz geil. Wenn die passenden Schuhe noch dazu nehmen. Oder doch nicht, oder doch. Was war das denn hier eben? Wo waren denn die? Ach, da. Ne, ich glaube, ich nehme. Ist hier nichts Rotes, weil das Pink passt da jetzt auch nicht zu. Och, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin sowas von überfordert. Ja, halt dann. Es in die Kamera, genau. Nee, der Tanktop sieht mir irgendwie ein bisschen zu billig aus. Also mal gucken. Ja, ich check nochmal Schuhe ab. Vielleicht finde ich ja irgendwas Passendes. Wo waren die nochmal? Hier sind Tüte. Können auch mal gucken, was es da für hübsche Hüte gibt. Stiefel eigentlich nicht. Ich will Sportschuhe haben. Oder Sandalen. Auch hier so eine pinken Sandalen. 190. Gott, mal gucken, wie es so ein bisschen. Nee. Turnschuhe. Die sind cool. Aber die kaufe ich auch schon mal. Skateschuhe, mal gucken, ob es da auch irgendwas in der passenden Farbe gibt. Ach, geil. Ach, hier. Mit pinken Schnürsenkeln. Kaufe ich mir, glaube ich, auch mal. Ach, die sind gar nicht freigegeben. Schade. Hier so Chucks, oder? So was Pinkes. Oh, der war schon lila. Pink, ich möchte Pink. Hier unten gibt es schon nichts mehr Gutes. Oh, die hier. So. Baller. Das, nee, das machen wir erstmal nicht. Sportschuhe, gibt es hier noch irgendwas Cooles? Nee, auch nicht. Laufschuhe. Ist auch ganz cool. Flipflops brauchen wir erstmal nicht. Ich weiß nicht. Lass mal Kamera ein bisschen wegmachen. Irgendwie gefällt mir das Oberteil noch nicht ganz. Mal bei den T-Shirts nochmal gucken. Wollen wir lieber ein bisschen schlichter machen? Gibt es hier nichts? Ah, doch, ein pinkes T-Shirt. Soll ich das so machen? Ich lasse das erstmal so. Gucken nochmal wegen Hüten und dann nochmal eine. Ne, erstmal Brille. So, okay. Sportbrillen. Sie sieht total aggressiv aus. Irgendwie was Passendes. Ein Pink oder Lila. Okay, hier unten kann ich schon nichts mehr machen. Nope, go. Auch was. Die ist schon cool. Kaufe ich schon mal. Ach, die ist auch geil. So, die kann ich auch nicht mehr auswählen. Pilotenbrillen. Ich glaube, hier gibt es nichts Passendes. Ne, Hipsterbrillen. Oh, die ist geil. Ach, die habe ich sogar schon. Oder die hier. Ich glaube, ich nehme die hier. Aber wir gucken mal trotzdem nochmal weiter. Ach was. Die ist auch schick. Ich muss mal kurz die anderen gucken. Ne, ich lasse die, aber die unten haben wir ja gekauft. Das heißt, in meinem Zuhause kann ich die ja dann jederzeit wechseln. Ne, hier gibt es dann auch nichts mehr. Luxusbrillen. Was haben wir hier denn Feines? Naja, 4.500 für eine Brille. Ist auch ganz cool. Ah, die können wir gar nicht auswählen. Schade, schade, Schutzbrillen. Ach was. Die ist ja krass. Haha. Ich kauf die mal. Einfach nur für die Sammlung.
Kommen wir auch nochmal. Ach, die kann ich gar nicht. Schade. So, gut. Ah nein, halt. Ich muss nochmal kurz, wo war denn... Welche war denn das jetzt? Die hier, ne? Der möchte erstmal rumlaufen. So, und noch ein Hut. Die gab es da vorne. So. Zack. Beanie ist eigentlich... Oder die kann ich nicht nutzen mit der Frisur. Was ist das denn? Das ist doch blöd. Kann ich alle nicht nutzen mit der Frisur. Wischen wir demnächst nochmal zum Friseur. Nee, die passt ja mal gar nicht. Das ist ja blöd, blöd, blöd. Oh ja, super. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, das ist ja mal richtig hässlich. Hier irgendwas zum Auswählen auch nicht. Cowboyhüte. Wieso kann ich denn das nicht mit der Frisur machen? Hut. Geil, wusste ich gar nicht, dass ihr sowas sieht. Nee, das ist mir auch zu blöd. Kopfhörer. Nee. Alchemisten Style, die laufen doch, glaube ich, immer mit den Kopfhörern rum. Oh mein Gott. Nee, das mache ich auch nicht. Sieht zwar lustig aus. Helme. Ach, wir könnten uns mal einen coolen Helm kaufen. Gibt es einen in Pink oder Lila? Ne, natürlich wieder nicht. Und wenn, dann kann ich mir nicht kaufen, ne? Ja, war ja klar. Jo, wenn, dann kaufen wir uns irgendwann den hier. Alles klar, dann müssen wir das erstmal mit den Hüten sein lassen. Und, wie viel Geld habe ich noch? 39.000. Dann müssen wir nochmal los. Schnell mal die Karre umstylen. Oh, es regnet! Ich werde das. So. Tuner. Wo ist hier ein Tuner? Aber wir fahren einfach mal die Straße hoch. Da hinten müsste eigentlich einer irgendwo sein. Ach, da ist er schon. Vorsicht, Vorsicht. So, die nächste dann irgendwann rechts und wäre schon fast da. Oh, ja. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Bei Regen, Handbremse, da rutscht das Ding sofort weg. Aber hier macht es richtig Spaß, im Regen hier zu driften. So, jetzt nochmal nach rechts. Die nächste links. Und dann nur noch geradeaus. Zack, das Schild natürlich auch mitnehmen. So, irgendwo da vorne müssen wir rein. Ach, da ist schon mit. Let's Custom Shield. So. Reindriften. Okidoki. So, natürlich Fahrzeug reparieren. Hätte ich das Schild mal doch nicht mit hier nehmen. Oh, Stoßstange mal neu. Way. Kaufen wir uns direkt mal. Klar, noch irgendwas Neues. Motorhauben. Geil. Also Carbon nicht, aber das hier nehmen wir. Auf jeden Fall. Lufteinlass. Hupen sind erstmal egal. Scheinwerfer. Yay, Xenon-Scheinwerfer für 2058 Dollar. Kaufen wir uns auch. Geil, geil, geil. So. Guck nochmal, vielleicht ist das ja schon aktiv. Nee, immer noch nicht. Ich will mein eigenes haben. So, Primärfarbe. Erstmal Metall. Oder Metallic. Boah, so sieht der auch geil aus. Aber ich möchte Pink, 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 Pink. Pinky und the Brain. Auch schon ewig nicht mehr geguckt. Aber so sieht das schon heiß aus. Oder Lachsrosa oder Fisterrosa. Ja, das nehmen wir. Für 13.000. Geht klar. Kaufen wir. So. Und es gab auch Beschwerden bei Felgen, aber ob wir uns die jetzt leisten können, weiß ich nicht genau. Mal überraschen lassen. Gucken wir mal hier unten, ob es irgendwelche neuen Sachen gibt. Ne, sieht nicht so aus. Reifen. Felgentyp. Ja, Luxus, das ist halt so eine Sache.
Was für Danke, die haben schon gut gepasst. Weil die so schön weiß waren. Soll ich mir die hier holen? Die Cheetah RR? Oh, ist jetzt wieder so eine Entscheidung. Der Lowrider. Können wir erstmal vergessen. Vielleicht noch ein paar Sportfelgen. Die sind auch nicht so geil. Oh doch, die sind eigentlich ganz cool. GT1, Dubba 7, User, Ground Rider. Ah, die können wir jetzt schon nicht mehr kaufen. Das erst 32 erreichen. Das dauert noch ein bisschen. Oh, Leute, 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 jetzt ist wieder dieses Felgenproblem. Ach, ich behalte die erstmal. Ich behalte die Felgen erstmal. So, gut, alles klar. Dann bringen wir die Karre mal nach Hause. Und dann würde ich auch sagen, ist das erstmal gewesen für die Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann wieder... die nächste Folge ist dann nochmal eine Slay-Folge. Ich weiß nicht, ob danach noch eine kommt. Lasst euch einfach überraschen. Wenn nicht, machen wir dann halt nach der Slay-Folge wieder ein paar Missionen und Level natürlich wieder. So, jetzt müssen wir ein Haus finden. Ach so, das ist da unten. Eigentlich ganz geil aus, die Karre. Yay, yay, yay. Und jetzt mit dem Lufteinlass auch noch so. Yeah, geil. Auf jeden Fall. So, ab nach Hause, würde ich mal sagen. Und ja. Passiert ja noch was Krasses unterwegs. Ich hoffe es mal nicht. Ich will mein Auto nicht gleich wieder schrotten. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Naja, ach, wir sind ja schon fast da. In diesem Weg bin ich so oft schon gefahren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Halt stehen bleiben! Schon alleine wegen Koks-Konkurrenz. Meistens ist man ja oben bei Martin gespawnt und muss von Martin aus halt hier runterfahren. So, und jetzt fahren wir zum ersten Mal in die Garage rein. Wir waren zwar schon drin und sind rausgefahren, aber reingefahren nicht. Ja, epische Musik bitte. Danke. Nein. So, alles klar. Ich würde mal sagen, wir sind in der Garage und jetzt kommen wir auch mal zum Ende. Gucken wir uns die Karren hier nochmal an. Passt auf jeden Fall zu meinem Outfit. Hey, 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 hey. Stellen wir uns mal hier so hin. So, geil, geil, geil. Ja, mein McDonald's Auto, wie es schon genannt wurde. Ja, McDonald's. Ich glaube sogar, hier so Imbiss-Bringlieds von McDonald's gibt es sogar zwar bei uns irgendwie nicht, aber ich glaube in Japan oder in Korea, also Südkorea, dann irgendwie, auf jeden Fall irgendwo im asiatischen Bereich gibt es auf jeden Fall McDonald's-Bringlieds. Das wäre doch der Hit, wenn sie das bei uns auch machen würden. Und dann sollten sie auf jeden Fall in so einem GTR rumfahren wie Miami. Nee, gut, alles klar, Leute. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Ne? Tschüssi!